Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute zusammen mit Thor Eckschnank. Jo, ich darf auch wieder mit dabei sein. Freue mich ein bisschen. Ich mich auch. Ist nämlich ein ganz nettes, man könnte es fast raten. Jump and Run. Actionspiel. Und, und Action. Ist aber sehr viel Jump and ja, Run. Also so ein bisschen Parcours-Spiel könnte das fast Parcours. Nennen. Ne? Ja, Jump and Run ist eigentlich Parcours. Genau, also wir sind hier, ich glaube, ich bin der Blaue. Oder? Nein, ich bin der Rote. Ah, du bist der Blaue. Hauptsache mal nein sagen. Genau. Also, ich bin schon am ersten Weihnachtstag morgens blau, ja. Das ist, Warum stehst du hier vorne? Und es geht darum, dem anderen, schneller zu sein als der andere. Das ist natürlich die Frage, wie man das macht. Das vor allem gegen mich und Tschüss, wenn du stirbst, wenn du zu lang hinten bist. Woher weißt du das nur? Weil ich eben auch hinten waren gestorben bin. Ja, aber das Sport mal wieder vorne mit dabei. Entschuldigung! Komm! Wow! Popo runter! Ja! Na, die erste Runde ging knapp an ihn. Was heißt hier knapp? Ja. Auch ganz schön, dass die erste Level hieß jetzt hier Butt Slide Basics. Genau. Auf gut Deutsch Popo Rutscher Basics. Sag mal, kann man nicht mal durch Hüpfen schneller? Nee, ne? Nein. Nur durch Popo Rutschen? Das ist nur ein Minecraft-Zug. Ja, ich bin unten! Ja, ich bin unten! Oh. Yeah. Popo! Alter! Der rutscht rückwärts, aber was ist das denn für ein... Absoluter Popo-Rutsch-Verweigerer. Du hast dich nicht sein. Abgeschlossen. Wie? Ich hab dich abgeschlossen. Zweiter von vier Versuchen. Der nächste Versuch. Der nächste, also das nächste Mal gewinnt. Ach so, wenn ich es nicht schaffe, muss ich es nochmal. Okay. Wir müssen hier nochmal. Ey, die Welt! Nein! Hui! Jetzt hier neuer Weltrekord. Meine Damen und Herren, der Weltrekord im Popo-Rutschen heute gehalten von Popo-Rutsch-Profi. Nein. Oh nein! Ja! Vollkommen maßlos! Instant Karma! Instant Karma! Instant Kill wäre mir lieber, wenn ich hier noch gemacht hätte! Ja, drei Wieso der nächste Versuch? Ich bin noch gut! 3 von 4! Ach, gut, wir haben das so eingestellt, dass wir das immer gleich machen. Ach, gut, man kann natürlich hier auch. Man kann hier irgendwas kriegen, ne? Medaillen kriegt man, je nachdem, wenn man irgendwas schlägt. Also. Ist nicht so, als hätte ich das Spiel noch gar nicht gespielt und ich war normalerweise immer der Bessere. Ja. Aber ich bin noch ein bisschen, ich bin ein bisschen blau, wie ihr seht. Okay, der Witz ist gemacht, der Tropf ist gelutscht und schon wieder Zweiter. Gibt's doch gar nicht. Das Spiel ist vorbei, ich glaube. Und ich bin Erster, yeah. Ach, Sieger der Herzen. Fantastisch. Der nächstes blau. Level, oder? Oh, oder? Ist das gleiche? Nee, du musst ja nur ablenken. Nicht abhängen. Lauf, Honky! Blauer Honk, du bist der Beste! Hey, nee, jetzt ist das gleiche. Das ist das gleiche, ist aber doof jetzt. Ja, das ist doof. Hier, du bist nicht der Profi. Mach mal Pause und wir kommen gleich in dem richtigen Level mit zurück, oder? Okay. Wir spielen gleich das nächste Level. Ja, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wir haben die Versuche ein bisschen runtergestellt und eine andere Map. Genau, und es geht jetzt nämlich weiter. Wir waren nämlich ja eben in dem ersten. Der hieß ja Popo Rutscher Basics. und der heißt jetzt wahrscheinlich Popo Rutscher Professionals. Ja. Boah, bin ich schnell. Ja. Juhu. Was? Du hast fehlgetrennt. Weil es ist, geht es nicht gut für mich, ja? Nee, dann respawn. Ach so. Hoppa! Ach, das hier wird jetzt ganz lustig. Ja, dann geht nicht auf. Das hier ist wirklich Parkour. Sag mal, kannst du mal vielleicht ein bisschen langsamer machen, damit der alte Herr auch ins Ziel kommt? Nein. Loop of Destiny. Genau, Loop of Destiny. Heißt so viel wie Loop of Destiny. Man benutzt Google, wenn ihr wissen wollt, was auf Deutsch heißt. Gibt's doch nicht. Kinder von heute. Nur weil sie nicht wissen, was das heißt. Ja! Kannst du mir sagen, was das heißt? Ich weiß. Das heißt irgendwie so Schleife der
des Ziels, Destiny. Aber gut, wenn das, mal, jetzt, die ganze wenn das jetzt nicht stimmt, schreibt bloß nichts in die Kommentare, damit die ganzen anderen intelligenten Leute weiterdenken. Ich hätte Ahnung und wüsste, was das heißt. So. Ja, komm. Also Leute, während ich so schlecht bin, erzähle ich euch ein bisschen was über das Spiel. Wir haben das erste Mal gespielt vor zwei oder drei Jahren. Ja, schon. Und da war es noch nicht Local Co-op, sondern man konnte immer nur gegen den Spieler sozusagen spielen, indem man gegen den aufgezeichneten Geist gespielt hat. Ne? Man hat also sozusagen gesehen, wie er es gemacht hat. Das könnt ihr natürlich jetzt immer noch machen im Singleplayer. Ja? Und im Singleplayer kann man natürlich auch Medaillen freischalten, ist ganz spannend. Hier kann man keine Medaillen. Doch, kann man wahrscheinlich auch, nur sind wir weit davon entfernt, eine Medaille zu bekommen. Also, weil nein, hier kann man keine freischalten. Ich krieg vielleicht eine Medaille für den stinkigsten Proborutscher, aber bestimmt nicht für den schnellsten. ja. Hast du gesehen, da fast wäre ich auch ins Ziel. Fast. Ja. Genau. Und das finde ich ganz cool, dass sie das jetzt hier im Local Co-op haben. Ist so ein bisschen auch ein Partyspiel. Also wenn man irgendwie Leute dabei hat, die keine Ahnung haben von richtig Spielchen spielen, boing, den kann man sowas entspannt vorsetzen, weil mehr als 2,5 Tasten muss man nicht drücken. Ja. Das führt natürlich bei solchen Donks wie mir schon manchmal auch dazu, dass es nicht weitergeht, aber es ist machbar, Herr Nachbar. Warum komme ich hier nicht rein? Kannst du mal warten auf mich? Ja, und es muss natürlich auch nicht jeder mit so einem wild gewordenen roten Fetti spielen, was ich hier machen muss, ja? Kannst du mal auf mich warten, wenn ich nicht weiterkomme? Ich möchte das erklären, da ja? Da kommst du hier nicht raus. Unsere Zuschauer, zumindest meine Zuschauer, sind anspruchsvolle Zuschauer. Die würden gerne was über das Spiel erfahren, ja? Hi. Nicht nur, wer hat den knackigsten Dickbauch? Ich! Also, Real-Life, ich! Ah! Wollte ich noch gerade zeigen, da darf man nicht reinfallen. Siehst du? Sehr gut. Er hat es auch nochmal gezeigt. Ja, wer Chili? Chili? Jetzt komme ich. Ja. Pam. Ha. Juhu. Jetzt habe ich drauf. Freunde der angenehmen Unterhaltung. Diesmal werde ich Erster. Ich werde Erster. Ich will. Guck mal. Ich kann nicht schneller rennen. Was tut er denn? Cheater Margarita. Komm. Ja. Du bist ein Unangenehmer. Ja, wisst ihr, Freunde, normalerweise gewinne ich ja immer. Ich habe mir jetzt was heißt lassen. Das denn? Tschüss. Oh nein! Ich habe auch so gesehen. Du, auch wenn das unseren Zuschauern egal sein mag, weil wir keine Facecam haben. Aber wenn du mir so ins Ohr schreist, dann kriege ich immer so einen verzweifelten Gesichtsausdruck. Hä? Ja. Warte auf mich. Roter. Roter Dickbaum. Bam, 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 bam. Und bam, 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 bam. Das ist aber unfair, weißt du? Das ist aber auch unfair, weil ich hab's eben abgeschlossen, warum soll ich nicht zweimal abspielen? Ja, warum man das hier zweimal versuchen darf, ich weiß nicht, damit wir nicht so untalentiert aussieht. Achso. Drücke H im Meer zu erzählen, um deinen Gegner. Gegner zu verspottet, werde ich nicht mal machen. Ah, das ist. Oh, halt, warten! Warten im Garten! Ich warte, so, also, das mit dem Mehrspieler-Modus verspotten ist natürlich vermutlich. Falsche Richtung. Das ist natürlich vermutlich auf. Mehrspielermodus gemeint, ne? Ja, wir spielen gerade mehr. Kennt ihr eigentlich den Spruch? Deine Mutter ist so dumm, die läuft bei Super Mario nach links. Hallo. Ei, da ist er wieder, der Popo-Rutscher-Anführer. Ja, ja, und? Hast du den gesehen? Ja, den. Hast du den gesehen? Hast du? Nee, komm, warte. Komm, das ist echt fair. Das ist nur fair, wenn man. Ich hab extra gewartet, ich hab gerade gewartet. Hast du es nicht gesehen? Nein! Nein! Ja! Wartet, warum hab ich gewartet? Wieso kriege ich Punktestand minus 2? Das verstehe ich nicht. Ah, schon, ich hab auch schon 10. Ich hab 22. Ja.
Genau, wie viele Level gibt es insgesamt, weißt du das? Nein. Nicht? Na gut, dann gebe ich die Frage zurück an den kompetenten Spielemoderator. Es gibt also, glaube ich, 8 verschiedene Level. Neun. Heißt aber nicht, dass man warte. Sich nicht auch selber welche gestalten kann, selber bauen kann. Ist bestimmt ganz spaßig, habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich denke mal, spätestens ab... Ey, das ist unfair. Ab 100 Likes und 2000 Influence-Follower, hallo, was da mache ich eine Level-Vorstellung mit dem... Was? Ja, da... Was redest du? Nee, ich meinte, aber jetzt... kannst du auf mich warten? Guck mal, ich wäre fast da gewesen. Echt? Ja, es war nicht mehr weit. Auf jeden Fall, ja, bei... Also, Wer ist auch ins Ziel gekommen? Der Blaue ist auch ins Ziel gekommen. Ihr wisst schon, der Rote ist eigentlich der... Der Gewinner? Der hat so ein bisschen den Cheat-Modus eingebaut. Ja, der hat den Cheat-Modus eingebaut. Cheat-Modus eingebaut, deshalb ist der auch immer schneller. Ne, ihr müsst also darauf achten, wenn ihr gegen Rote spielt, vielleicht habt ihr... Vielleicht seid ihr kompetenter als wir und werdet nicht abgelenkt von irgendwelchen Putzangestellten, die das Zimmer säubern wollen. Namens Mama. Raus jetzt. Namens Mama, meinst du? Na komm, das war ein... Ich, oder? Nee, wir beide. Gleichstand. Das war ein Kopf um Kopf Rennen. Ich würde sagen eher ein Bauch um Bauch Rennen. Aber was? Schon eine L. Hast du gesehen? Ich stand eine Bauchlänge vor. Und ich will wieder. Warum? Komm. Oh nein! Das hat was mit der Gleichgewichtsverlagerung. Jetzt, siehst du, ich hab's drauf. Jetzt guck dir den Sprung. Ja. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Und hier. Bam, 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 bam. Action Jackson! Nein! Was? Ich schon wieder gleich glaube ich. Ich wollte dich noch verspotten. Aber du hast bis 4 bekommen. Merkt euch, mit H kann man einen verspotten. Ja? Im Real Life geht das natürlich viel besser. Ja? Und man sagt einfach... Du Aldente. Man sagt einfach... Aldente. Aldente sagt man. Oh, ja! Rum, das ist ein... Das ist ein unterhaltsamer Level, oder? Ja. Boah, ich werde immer besser. Ich bin so etwas stolz auf dich. Darfst du stehen? Wow. Ja. Oh, falla. Okay. Ah! Nein! Ja! Aua! Ladies and Gentlemen! So. Das war aber sensationell. Klasse, ey. Ich meine, man soll sich ja nicht selber loben, aber wenn man es verdient hat, dann kann man das nicht schon mal tun, oder? Schon wieder hoch. Hat er eben auch viel geholfen. Oh. Warte doch auf mich, warte doch. Wir waren noch immer beste Freunde. Wir waren beste Freunde. Ja? Tonu liegt auf Waren, dicker Honk. Nein! Roter Honk. Aua. Oh. Schneller, Bella. Der rote Honk liegt im Keller. Nein! Blaue hüpft umher mit dem Schießgewehr. Juhu! Juhu! Nein! Ja. Gut, Spaß. Ich habe es eben gesagt mit 8 Leveln. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sind so gut. Da können wir sie vielleicht doch alle. Wir wollten das Spielchen eigentlich hauptsächlich mal ein bisschen vorstellen. Und jetzt hier nicht ein komplettes Let's Play machen. Deshalb nähern wir uns ich langsam. Ich würde dieses Level mit den 2 Runden noch. Genau, machen wir das noch und dann lasst euch mal überraschen. Ich glaube, es gibt mehr Level als 8. Das war natürlich Lava. Ich habe 9 gesagt. Ja, genau. Ich glaube, nur diese Dings wirst du mich auch so machen lassen. Aber ist auch egal. Das Spiel gibt es auf Steam natürlich. Ja. Gibt es auch auf einer Menge Konsolen. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Ich weiß nur, dass sie es auch für Konsolen rausgebracht haben. Ja! Mit Sicherheit eine feine Sache, auch im Wohnzimmer ganz spielbar. Du brauchst auf mich zu warten, ich bin eh nicht kompetent genug hier rauszukommen. Ja? Yay, pro Runde. Dankeschön. Und kurz Fazit,
Wie würdest du das einordnen? Skala 1, 1 bis 5? Achso, 5. 5? Ja. Also ganz spaßig. Oh. Ich meine, ist nichts für einen lang verregneten Nachmittag. Eher was für 3 Runden. Genau, 3 Runden. Und dann wieder was ordentliches zocken. Aber nee, es macht Spaß. Ja? Oder so Kindergeburtstag könnte ich es mir fast auch vorstellen. Wie auf so einem großen Beamer. Mit Sicherheit ganz nett. Das, aber es geht leider nur zu zweit. Ja, aber das denke ich mal an. Vielleicht machen wir demnächst so ein Let's Play, wo wir auf dem Beamer spielen. Und wir sitzen dann echt mit 4 Leuten davor und machen dann keine Facecam, aber so eine Roomcam, wie wir dann alle abgehen. Gut, Freunde, also von mir gibt es auch, ich sag mal, 4,5 Sterne. Nein, das ist ein schönes Spiel, 5 Sterne. Beschreibung, Link zum Spiel, knallen wir in die Beschreibung? Ja, also, den Link zum Spiel holen wir in die Beschreibung. Genau, wenn es euch gefallen hat, guckt keine anderen YouTuber mehr. Ja. Und lasst ein Like und ein Abo da. Ja. Und wir liken euch natürlich sowieso. Gar keine Frage. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Wir haben jetzt den ersten Weihnachtsfeiertag. Den zweiten, Entschuldigung. Also noch schöne Weihnachten, kann man noch sagen. Und falls wir uns nicht mehr hören, übrigens, einen guten Rutsch, oder? Mhm. Alles klar.